Oh, da haben wir nochmal eine Nachricht. Rückkehr nach Singapur. Aha. Nächster Weltdatenpunkt. Das Wasser weicht zurück, die Menschen kehren wieder. Singapur, 5. Mai 2043. Ein großer, pinkfarbener Stein markiert den Gipfel des Bukit Timah, Singapurs höchsten Punkt, einst 164 Meter über dem Meeresspiegel. Charmaine Lo nimmt neben dem Stein ein Self-Holo auf. Ein Self-Holo, oh Gott. Ihr strahlendes Lächeln passt nicht zum nervösen Herumspielen mit ihren künstlichen Fingernägeln und dem unter die Haut implantierten Schmuck im 30er-Stil. Ich dachte, ich komme nie wieder hierher. Ich kann es immer noch nicht glauben, sagte sie begeistert. Der stolze Bukit Timah hat Zeit und Wetter getrotzt, aber dem Rest von Singapur ist es weniger gut ergangen. Da etwa ein Drittel der Inselnation weniger als 5 Meter über dem Meeresspiegel liegt, mussten Ansässige wie Charmaine ihre Häuser verlassen, weil das Wasser ihnen in den lahmen 20ern unerbittlich den Boden entzog. Jetzt kehren die noch lebenden Mitglieder von Charmaines Familie zurück und mit ihnen viele andere. Die Stabilisierung der globalen Temperatur und des Meeresspiegels sorgen dafür, dass Menschen durch die Luft und übers Wasser herkommen. Einige suchen Zuflucht vor den Auswirkungen der Tragödie am Fluss Sitarum, die noch heute nachhallen. Und sie alle wollen sich nach dem Zusammenbruch des einst stabilen und wohlhabenden Landes ein neues Leben aufbauen. Singapur ist einer von vielen Staaten, die nach der Überschwemmung der Küstengebiete aufgegeben wurde. Eigentumsfragen sind schwer zu klären. Regierungs- und Polizeibeamte verließen das Land lange vor der Katastrophe. Besitzverhältnisse sind kaum noch belegt. Das Grundstück, auf dem Charmaines Elternhaus stand, war Familienbesitz seit fast einer halben Ewigkeit. Okay, aber was auch immer die Tragödie am Fluss Sitarum war, das würde mich jetzt ja fast noch mehr interessieren. Weil von dem Fluss Sitarum haben wir noch nie was gehört. Von der Rückforderung haben wir ja schon viel gehört. Das war ja das, wo man das Land wiedergeholt hat. Nur wie gesagt, von irgendeiner Tragödie war da eigentlich nie die Rede. Was macht denn ihr da oben? Junger Banu? Okay, ihr prügelt euch da. Ich glaube, da mische ich mich mal ein. Weil gegen dämonische Plünderer sollte man sich vielleicht nicht unbedingt so anlegen. Das geht meistens ein bisschen schief. So, Freunde. Die Kavallerie ist da. Dann kennen wir uns jetzt ja. So, okay. Oh, natürlich gehst du direkt auf mich. Ist klar, ne? So, du bist aber erstmal platt. Nicht ganz, aber gleich. Oh Gott, Todeslaser. Todeslaser, jetzt schon in meine Richtung. Die wissen definitiv, mit wem sie sich gleich mal anlegen müssen. Du dummes Biest. Mann, das hat dich nicht umgeworfen. Wieso denn nicht? Du bist so gut wie erledigt. Da, friss das. Die Dinge sind einfach am besten zu erledigen, wenn man in Nahkampf geht. Na gut, gegen zwei wird das vielleicht ein bisschen eklig. Oh, und da greift er gleich nochmal an. Ich glaube es nicht. So, sehr schön. Und nicht ganz weg. Das ist echt ein bisschen ätzend. Na komm schon. Danke. Und das letzte Ding. Ich nehme mal kurz einen Heiltrank. Und dann haben wir eh genügend. Wow. Ja, der Große. Ja, und aufs Gehirn. Naja, gut. Das war irgendwie nicht so gut. Nein, was tue ich denn? Mann. Oh Gott. Okay. Das war nicht ganz so schlau. Aber erledigt haben wir sie. Oh, und die geben gut Zünder. Das brauchen wir dringend. Ich meine, wir können bestimmt auch bei jedem Händler Zünder holen. Aber hey, wenn er eh schon hier rumliegt, wieso dann nicht auch gleich mitnehmen? Bestimmt haben wir in den Kisten auch noch genügend Zünder liegen. So, wo sind jetzt die Jäger? Bedankt ihr euch, dass ich euch geholfen habe? Nee? Dann halt nicht. Ja, toll, da sind auch Leute gestorben. Also von dem her wäre schon nett gewesen. Oder es ist eine Schande, dass ich ihnen jetzt geholfen habe. Keine Ahnung. Das ist bei den Banuki immer ein bisschen schwierig, das zu sagen. Gut, ich habe jetzt nicht gebetet, bevor ich die geplündert habe. Aber, naja. Wir wollen zwar einen guten Eindruck bei ihnen hinterlassen, aber wir müssen jetzt ja nicht alle so machen wie sie. Wir haben ja bloß kurz ein bisschen ausgeräumt, nachdem wir sie erledigt haben.
Sollen sich also nicht so anstellen. Okay. Es ist eigentlich ganz cool, dass man hier überall diese Zelte sieht, vor allem halt auch in der Nähe von den alten Ruinen. Weil ja die Banuk doch nicht wirklich Angst vor der alten Kultur hatten. Sie benutzen sie vielleicht nicht so extrem. Also gut, man hat ja vorhin gesehen, dass sie auch diese, oder die Löcher ins Eis graben mit alten Maschinen. Was ich eigentlich ziemlich cool fand. Ja, aber sie fürchten sich definitiv nicht das davor. Müssen die Eisfallen sein. Der Schamanenpfad beginnt irgendwo. Ja. Naja, ich meine, hier wird der Schamanenpfad wohl beginnen. Jo, definitiv. Da will ich jetzt aber gerade eigentlich mal nicht hoch. Ich will eigentlich mal flussaufwärts gehen. So, das können wir uns natürlich noch lange nicht holen. Blauglanz. Wobei ich gesehen habe, dass wir auch von den... Da Zünder. Mit 5 Metallscherben. Komm. Wie viel haben wir denn? Warte, wir haben 600 Zünder im Besitz? Ja, wir brauchen Lohe? Ja, genau, wir brauchen Lohe. Zünder haben wir genügend, genau. Das war das, okay. Was wollte ich jetzt sagen? Verdammt. Da, Lohe, da haben wir nicht mehr viel. Das kostet gleich auch ein bisschen mehr. Na, wir haben 50.000 Metallscherben. Wie viel kaufe ich damit jetzt? Tatsächlich nur eins. Kann ich das irgendwie in größeren? Okay, ja, es geht ein bisschen voran. Unser Geld geht ein bisschen nach unten. Ich dachte, man könnte es irgendwie in größeren Packs kaufen. Naja, wie viel Lohe kaufen wir uns denn? Ich meine, wir brauchen halt schon viele Feuerpfeile. Das ist halt das. Da können wir mal schon ein bisschen was raushauen. So, auf 3,50 würde ich schon gerne gehen. Wie gesagt, dann haben wir mal wieder was. Und haben auch mal einen Grund, unser Geld auszugeben. Das ist halt das. Na, also. Perfekt, danke fürs Geschäft. Der hat auch das Geschäft seines Lebens gemacht. Mal 3.500 Metallscherben verdient. Gar nicht mal schlecht. Okay, das hier ist der Fluss. Aber eigentlich fließt der ja hier so drumrum. Na, stromaufwärts, genau. Dem sollten wir, wie gesagt, folgen. Aber eigentlich fließt der ja drumrum und nicht hier rein. Der ist ja irgendwie noch gestaut hier. Oder ist er von dort drüben? Oder kommt er von dort drüben da jetzt rein? Keine Ahnung, wo führt denn der Fluss dann so hin? Der führt da einmal außen rum, also eigentlich gar nicht mal hier rein. Das heißt aber, dass dort hinten irgendwas anderes los ist. Weil wenn da ein Fluss in der Nähe ist, dann sollte es ja keine große Sache sein oder kein großes Wunder, wenn das Ganze mal überflutet wird. So, ich speichere mal kurz. Das haben wir jetzt eine Weile wieder nicht gemacht. Okay. Dann gehen wir doch hier mal flussaufwärts. Schauen wir mal, was wir hier finden. Wie gesagt, dann machen wir zuerst die Quest, bevor wir den Schamanenpfad hochgehen. Ist jetzt, glaube ich, am sinnvollsten. Die Frage ist jetzt natürlich nur, aha, was finden wir hier? Irgendwie so ein kleines altes Gebäude und da ist auf jeden Fall der Staudamm. Mächtiges Teil, möchte ich meinen. Da, das muss die Quelle des Wassers sein. Das könnten die Alten gebaut haben. Oh ja, finde einen Eingang. Na, die Frage ist jetzt aber, so weit will ich da jetzt eigentlich doch nicht weggehen. Ob das die Möglichkeit ist, dort rüber zu kommen? Wahrscheinlich schon. Ah, da sind die Pflanzen, die so viel heilen. Na, jetzt haben wir den Beutel eh schon voll. Was ist das hier für ein Gebäude? Kommen wir da irgendwie rein? Wir kommen rauf. Aha, von hinten. Gibt es hier irgendwas Schönes drin? Ja, eine Figur. Wieso stehen die so in den Fensterrahmen immer? Na, mich soll es nicht interessieren. Das ist ein Tier. Von vor langer Zeit. Mhm. Was haben wir hier Schönes? Das nächste. Zeigt ein geschmeidiges Raubtier. Ah, ein Luchs. Ist es ein Luchs oder was ist das? 2 von 7 in einem Gedenkset. Montana Recreations. Tauscht sie in der Hohlhalle? Okay. Geschmeidiger Jäger. Aber es ist komisch, weil es sind nur bloß 6.
Na gut. Wir haben auf jeden Fall das zweite davon gefunden. Die einzige Sache ist, dass wir bisher noch kein einziges Pigment gefunden haben. Also den Rest haben wir schon langsam mal angefangen. Aber halt, wie gesagt, dieses Pigment noch überhaupt nicht. Da frage ich mich, wo sich das dann befindet. Vielleicht weiter oben erst. Oh, apropos weiter oben. Da haben wir definitiv auch noch Gebäude. Und sogar eine Straße, wie mir das aussieht. Mit Straßenlaternen. Ach, das ist eine Straße. Keine Gebäude. Das ist ja super interessant. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt gehen wir hier so den Weg hoch. Okay. Waren wir hier schon drin? Weiß ich gerade gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, hier oben waren wir. Aber dort drin noch nicht. Also es gibt auf jeden Fall noch einiges zu erkunden. Ja, das sind definitiv Teile von der alten Straße. Und hier waren auch die Panzer, um wahrscheinlich den Bereich zu verteidigen. Okay, hört sich wie ein Sägezahn an. Egal was es ist, ich will mich damit mal nicht anlegen. Was haben wir denn hier? Na gut, darüber kommen wir nicht. Oh, au. Na okay. Glücklicherweise nur mein Schild. Dafür ist es ja definitiv auch gut. Sonst hätte das, glaube ich, sehr weh getan. Gehen wir mal hier so weiter. Da bin ich aber einen Schritt zu weit nach vorne gelaufen. Und die Gravitation hat den Rest erledigt. Da kommen wir dann aber gar nicht hoch. Zumindest scheint es mir nicht so. Hier haben wir aber auch nichts weiter Interessantes. Ja, hi Lanzenhorn, lass mich bitte in Ruhe. Und gleich rot, ist klar, ne? Du hast mich nicht mal gesehen und schon bist du aggressiv. Wobei, könnte auch ein Wächter gewesen sein, der da irgendwie dran stand. Ich glaube auch mal, dass es das Lanzenhorn war. Naja, die werden mich jetzt... Was willst du? Lass mich in Frieden, du alter Stalker. Hau ab! Hauptsache, du wirst es büßen, ja, okay. Die vier kennen bloß eine Sprache. Das ist Gewalt. Da geht's auch noch weiter runter, die Straße. Aber jetzt sind wir eigentlich wieder an dem Punkt, ja genau. Nur halt über einen anderen Weg. Aber auch hier könnte es überall noch Nachrichten geben. Jetzt prügeln die sich schon wieder mit den Dingern. Also sorry, aber wenn ihr einfach den gleichen Fehler nochmal macht, habt ihr es irgendwo auch verdient zu sterben, oder? Ich will hier halt auch überall die Augen offen halten nach solchen Textnachrichten. Weil wir ja doch schon einige das letzte Mal verpasst haben, also im Hauptspiel. Gab es ja doch einige, die wir, ja wie gesagt, nicht gefunden haben, auch wenn wir eigentlich direkt dran vorbeigelaufen sind. Und das muss ja nicht nochmal sein. Darüber kommen wir definitiv nicht, aber da gibt's auf jeden Fall auch nichts zu finden. Okay, dann gehen wir mal auf den Damm. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob ich da drüber soll. Ich glaube, ich soll da eher rein, oder? Na, ist auf jeden Fall in der Nähe nochmal so ein Turm. Kalt, sehr kalt. Eindeutig. Ich weiß ja nicht, was ich von diesem Turm halten soll. Weiß auch nicht mehr ganz... Da ist der Staudamm. Ich wollte gerade sagen, ich weiß auch nicht mehr ganz, wo der Staudamm ist. Der ist einfach im Nebel verschwunden. Ist schon eine sehr schöne Sache, dass es ja so nebelig immer wird. Da fällt mir auch gerade eben ein, habe ich jetzt gar nicht mehr erwähnt. Habe ich wieder komplett verpasst, beziehungsweise vergessen. Aber ich habe herausgefunden, dass das tatsächlich das einzige DLC von Horizon sein wird. So traurig es auch ist, aber... Scheinbar machen sie da bloß dieses eine einzige DLC. Dafür denke ich aber, dass man stark von einem zweiten Teil ausgehen kann. Weil so viel wieder noch offen ist und so viel wieder noch, naja, auch angeteasert wurde. Glaube ich nicht, dass es einfach bloß damit jetzt endet. Schauen wir mal. Also das bloß nochmal so als Info, weil ich ja das letzte Mal gesagt habe, was noch alles so cool wäre in dem Dings. In anderen DLCs. Das wird es auf jeden Fall im normalen Horizon nicht geben. Da haben sie einfach bloß noch das hier zusätzlich gemacht.
Und ja, dann war's das eigentlich mit dem Spiel dann. Wie gesagt, eigentlich ein bisschen schade, weil es gäbe tatsächlich noch sehr, sehr viel Potenzial. Aber ja, wenn man das dann wirklich im zweiten Teil umsetzt, dann ist es dort vielleicht umso besser aufgehoben, weil dann kann man natürlich auch nochmal mehr von Fehlern lernen, die man hier natürlich gemacht hat. Wobei die Fehler hier ja eher minimal sind, sage ich mal. Ja, da würde ich mich definitiv natürlich drüber freuen, über den zweiten oder Horizon Zero Dawn 2 oder wie auch immer der nächste Titel heißt. Ich meine, kann ja sich dann bloß der Untertitel ändern. Horizon Zero Dawn war jetzt der Teil, was auch immer dann das nächste sein wird. Aber wahrscheinlich geht's ja dann in den verbotenen Westen, um dann, naja, die Überreste von Hades und Silence zu suchen. Aber was wir jetzt erstmal gefunden haben hier, Terroranschlag in Beverly Hills, aha, ist ein weiterer Datenpunkt. Ja, guck mal, der ist dazwischen, sehr schön. Wir haben zwar hier irgendwie 10 verpasst, aber hey, egal. So, Wheel of Life, verantwortlich für Terroranschlag in Kalifornien. Was ist denn Wheel of Life? Beverly Hills, Kalifornien, 14. März 2044. In einer gestern öffentlich gemachten Erklärung hat sich die radikale Gruppierung Wheel of Life zum Terroranschlag von letzter Woche bekannt, der im Gebiet von Los Angeles für Angst und Verunsicherung gesorgt hat. 3 Selbstmordattentäter sprengten sich auf dem Gelände des Juventa Center in die Luft. Die Luxusklinik bietet Behandlungen für Verjüngung und Lebensverlängerung an. Ah, okay. Bei dem Anschlag kamen 5 Mitarbeiter der Klinik sowie der Milliardär Aubrey Hopkins ums Leben, der Begründer eines biologischen Forschungsprojekts für Salamander. Oder zu Salamandern. Das zu den ersten erfolgreichen Behandlungen zur Lebensverlängerung bei Menschen führt. Hopkins selbst hatte bereits in der Frühphase des Projekts mit diesen Behandlungen experimentiert. Die mit den Behandlungen verbundenen Kosten haben sie bislang nur den Wohlhabendsten zugänglich gemacht. Dieses Privileg sorgt für allgemeinen Unmut und aggressive Reaktionen, wie die des Wheel of Life. Das Altern und der Tod fließt aus der Quelle der Erneuerung, die uns zu Menschen macht. Die Verlängerung von Leben und Jugend mit falschen Mitteln wertet unser Wesen ab und sorgt für geistige Verderbnis. Diejenigen, die in der letzten Woche ihr Ende fanden, haben ihr Leben damit verbracht, die Schere zwischen Arm und Reich zu schließen. Lautet ein Auszug aus der Erklärung. Die Gruppierung wurde bereits zuvor mit dem Anschlag in Verbindung gebracht, da mehrere Zeugen den folgenden Aufruf gehört hatten. Oh, schade. Den Aufruf hätte ich gerne gesehen, aber wahrscheinlich sowas ähnliches wie das, was sie in der Erklärung abgegeben haben. Ja gut, das ist natürlich so eine Sache. Schwierig, das jetzt definitiv anzugehen. Vor allem, die meisten Sachen sind halt zuerst für die Großen und Reichen zugänglich und dann irgendwann sehr, sehr viel später, falls überhaupt, für die, naja, ich sag mal, normal Arbeitenden bzw. Normalsterblichen. So viel zum Thema Sicherheit. Ob das so gerecht ist, ist natürlich die eine Sache. Ob man das machen sollte, ist natürlich die andere Sache mit der Lebensverlängerung und so. Ich meine, gut, in dem Stile wie die machen wir es natürlich noch nicht, aber naja, wir haben Ansätze davon. Und das ist natürlich immer die Frage, sollte man so zwangsweise das Leben verlängern? Bringt das manchmal auch so viel? Ist ein schwieriges Thema. So, vielleicht ist das ein bisschen leichter. Abgasspritztour. Ach komm, was ist das jetzt? Abgasskandal oder was? Von Shelly Guerra McKenzie. Ach Gott, was für ein Name. Also an, okay. Von Laura Vogel. Betreff Abgasspritztour. Okay, du glaubst mir nie, was mir gestern Abend auf dem Weg nach Hause passiert ist. Erst war da dieses Geräusch, wie ein Schwarm Killerbienen, die gerade aus einer Blechdose entkommen. Dann ein komisches Licht zwischen den Bäumen. Ich habe schon gehofft, es wären Aliens, aber nein. Es war eine dieser alten blauen LEDs. Sieht im Schnee echt gruselig aus. Eine dieser alten blauen LEDs, was? Ich bin näher heran und dann kam der Schrei, so ein komischer, kehliger Männerschrei, klang, als ob ein Typ gerade irgendeine Macho-Urschreitherapie machen würde und schön mit 200 PS zwischen den Beinen.
Dieser Typ war niemand anderes als Dodd Belvins, unser neuer Sicherheitschef. Oder wie auch immer sein Titel lautet. Er ist ernsthaft auf einem alten Schneemobil herumgefahren. Diese Teile sind tausendmal umweltschädlicher als ein Auto aus der Zeit der Verbrennungsmotoren. Meine fachkundige Meinung dazu ist, Belvins ist ein riesengroßes Rindvieh. Aber ich habe trotzdem nicht den Sicherheitsroboter auf seinen Schwabbelarsch gehetzt. Er ist schließlich die nächsten 2 Wochen quasi unser Boss. Und jetzt halt dich fest, Shelly, denn dir werden die Ohren schlackern, wenn du hörst, was ich stattdessen gemacht habe. Ich stand direkt neben einem der Wegweiser und Belvins war in meine Richtung unterwegs. Also habe ich das Schild umprogrammiert, sodass die Richtung von Fairy Falls und Purple Mountain vertauscht wurden. Genial, oder? Da oben kommt man mit einem Schneemobil niemals hoch. Hoffentlich ist er schön aufgelaufen und musste zu Fuß zur Hütte zurück. Ich werde wohl, noch bevor hier alles für immer dicht gemacht wird, meinen ersten Vorfallbericht verfassen. Ich könnte es natürlich wie immer gut sein lassen. Aber wo bleibt da der Spaß, Shelly? Wo bleibt da der Spaß? L. Okay. Die hatte scheinbar ein bisschen Langeweile. War die so ein bisschen Dings? Aufsichtsbeauftragte für den Staudamm? Ja, wahrscheinlich irgendwas so in der Richtung, ne? Das war scheinbar ziemlich langweilig. Graufang, was ist das? Ist das hier? Das hier ist der Graufang. Okay, na ja, passt, klar. Das ist ein mächtiges graues Gebilde und es fängt das Wasser auf. Macht so gesehen schon irgendwo Sinn. Ich glaube, dort waren wir jetzt auch noch nicht drin. Das wird schön, so ein paar Ruinen zu erkunden und sowas. Ist sehr, sehr schön. Vor allem, es passt hier halt wieder irgendwie alles zusammen. Das ist halt das. Es ist jetzt doch wieder so ein abgeschlossenes Gebiet, das man wieder schön erkunden kann und nicht die ganze Welt halt. Das war schon ein bisschen anstrengend, die 100% zu suchen. Aber im Endeffekt hat es sich dann definitiv auch gelohnt. Vor allem, da man ja noch einiges gelernt hat. Und auch hier lernt man ja immer wieder was. Gut, jetzt zum Beispiel sowas wie die letzte Nachricht war so, naja, okay. Aber auch eigentlich ganz witzig. Solange es keine Werbung ist, ist es eigentlich ganz gut. Nur die Werbung ist ein bisschen lächerlich. Wobei auch da manchmal interessante Sachen drin standen. Aber nur manchmal. Eher selten. So, hier haben wir aber definitiv nichts. Nee. Na gut. Dann, suche einen Eingang. Soll ich da jetzt rein? Ich habe keine Ahnung.